Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog an Bord der Mein Schiff 2 auf unserer Reise durchs westliche Mittelmeer. Im heutigen Video nehme ich euch mit auf eine weitere Insel, die es sich in jedem Fall zu besuchen lohnt. Unsere Reise führt uns heute nach Sardinien, genauer gesagt nach Cagliari. Die 160.000 Einwohner zählende Hauptstadt der Insel bietet viele sehenswerte Orte. Für uns geht es heute allerdings an einen Strand zum Sonnenbaden und Schnorcheln. Genießt nun aber erst einmal das Einlaufen in den Hafen von Cagliari. Das Hafengelände darf in Cagliari nur per Shuttlebus verlassen und betreten werden. Dieser Shuttle steht kostenlos zur Verfügung. Zu dem fast 10 Kilometer langen Poetto-Strand südöstlich von Cagliari gelegen, gelangen wir mit dem Bus, der unweit vom Hafen abfährt. Nutzt hierfür die Linien PF oder PQ. Kleiner Tipp am Rande für euch, ladet euch die App des örtlichen Verkehrsunternehmens herunter und kauft euch dort bequem das Ticket. Das erspart euch einige Probleme, denn in den Bussen auf Sardinien wird sehr stark kontrolliert. Wer kein Ticket hat, riskiert hier also hohe Geldstrafen. Angekommen am Strand waren wir überwältigt vom klaren, blauen Wasser. Einziger Nachteil jedoch, bereits vormittags ist der Strand maßlos überfüllt gewesen, einen Platz bekommt man aber trotzdem noch. Das Wasser bleibt relativ lange flach, sodass man auch gut mit Kindern den Vor- oder Nachmittag hier verbringen kann. Wieder zurück am Schiff verbrachten wir dann den Nachmittag bei einem kühlen Getränk ganz entspannt auf dem Pooldeck und genossen den herrlichen Ausblick auf die Stadt Cagliari.
Nach einem leckeren Abendessen im Atlantik-Mediterran genossen wir dann den Sonnenuntergang an Deck und vielleicht ahnt ihr es ja schon, heute Abend steht dann ein Highlight-Event an Bord an, man erkennt es sogar vielleicht schon an meiner weißen Kleidung. Ja, die White Night Party an Bord der Mein Schiff-Flotte ist für viele einer der Höhepunkte jeder Reise. Ganz in weiß gekleidet macht man hier die Nacht zum Tag. Zudem wird ein Schokoladenbuffet aufgebaut. Das Licht, die Musik und die passende Dekoration an Deck lassen diesen Abend dann wirklich zu einem unvergesslichen Event werden. Einen wunderschönen, ja und leider wenig sonnigen guten Morgen hier vom letzten Seetag unserer Reise. Das Wetter zeigt sich heute mal ausnahmsweise nicht von seiner besten Seite, genossen haben wir den Seetag aber dennoch. Aber zuerst geht's zum Frühstück. Im Atlantik-Restaurant wurde Kaviar-Buffet aufgestellt, schön anzusehen und wirklich lecker. An einem Tag auf See gibt's, trotz des stürmischen und verregneten Wetters, eine Menge zu erleben. Der Klassiker einer jeden Reise ist die nautische Fragestunde, in der jeder Gast die Möglichkeit hat, den Kapitän mit allerlei Fragen zum Schiff zu löchern. Wirklich spannend manchmal. Das
Programm für den heutigen Seetag hier ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Es ist wirklich für jeden was dabei. Schauen wir doch gleich mal ins Programm rein. Und wenn man sich mal das Tagesprogramm für den heutigen Seetag anschaut, sieht man, es kommt wirklich jeder auf seine Kosten, von Shuffleboard bis irgendwelchen Workshops in der Küche oder in irgendeinem Restaurant, musikalische Untermauerungen. Also für jeden ist wirklich etwas dabei, auch für Familien im Übrigen, da wir ja auch in der Ferienzeit unterwegs sind, ist wirklich für jeden gesorgt und das wirklich von morgens bis abends. Ja, Kaffee und Kuchen gibt es dann meistens im Ankelmannsplatz, im Buffet-Restaurant, aber natürlich auch exklusiv dann hinten im Diamanten in der großen Freiheit, wo natürlich der Ausblick auch absolut grandios ist. Ein wirklich wechselhafter Seetag hier auf mein Schiff 2 geht jetzt auch langsam dem Ende entgegen und für uns geht es jetzt ins Atlantik-Mediterran zum Abendessen. Nachher geht auch schon die Sonne unter. Ja, nach dem Abendessen geht es dann für uns in eine Bar, wo wir dann den Abend gemütlich ausklingen lassen wollen. Und wir schauen mal, vielleicht wird ja noch irgendwo hier auf dem Schiff Musik gespielt. Das wäre dann die Krönung des Tages. Und wie immer nehmen wir euch mit. Seid gespannt. Bis später.